Felix, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, ein paar Fragen zu beantworten, damit man dich als Person so ein bisschen näher kennenlernt, die Person hinter den Bildern. Ich stelle einfach 30 Fragen und du antwortest spontan, bitte. Okay, wir versuchen es. Welche fotografische Entwicklung erschreckt dich zurzeit? Natürlich ist die Erwartung jetzt eigentlich, dass ich sagen müsste, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die erschreckt mich aber nicht, die macht mich eher neugierig. Erschrecken tut mich eher, dass so die Grundzüge der Fotografie immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden, dass Fotos immer schnelllebiger sind. Das erschreckt mich vielleicht ein bisschen, ja. Was ist für dich ein gutes Foto? Oh. Felicia. Die Kategorie ist für mich nicht ein gutes Foto, die Kategorie ist für mich ein spannendes Foto. Also ein Foto, man muss für mich eine Story haben, es muss spannend sein, es muss anregen. Es kann hässlich sein, aber ja, wie gesagt, spannend ist für mich direkt der Begriff. Welche fotografischen Impulse haben dich in letzter Zeit begeistert? Kann ich nicht sagen. Wein oder Wasser? Eher Wein, ja. Schätzt du gutes Essen? Ja. Dekoriert man als Fotograf Teller fürs Essen anders? Ja, eindeutig, weil man inszeniert noch weit mehr. Welcher Geruch beflügelt dich? Salbei. Welcher Fotograf hat deine Arbeit stark beeinflusst? Ich habe jetzt gerade ein Bild gemacht, das habe ich genannt, Hommage an Sugimoto, das ist ein japanischer Fotograf, Hiroshi Sugimoto, und ich habe zwei Ausstellungen von ihm gesehen und die haben mich also wirklich umgehauen und das fand ich spannend. Unabhängig von der Fotografie, welche künstlerische Arbeit findest du derzeit am spannendsten? Kann ich so nicht sagen, weil ich interessiere mich neben der Fotografie für Design, für die verschiedenen Bereiche von Design und auch andere Künste, also Malerei, Skulptur und so weiter. Da kommen immer wieder neue Impulse. Mensch oder Tier? Mensch. Sommer oder Winter? Sommer. An welche deiner vielen Ausstellungen denkst du denn gerne zurück? Es gibt viele Ausstellungen, da sind einzelne Aspekte nicht besonders gut. Entweder die Zusammenstellung oder es sind einzelne Fotos, die herausragen. Oder es sind auch also Besucher, wo man sagt, wow, da habe ich mit dem ein gutes Gespräch gehabt. Geht Regen und Fotografie zusammen? Ja, warum nicht? Wenn, keine Gegenfragen, bitte. Nein, warum nicht? Ich meine, man kann im Regen tolle Fotos machen. Das Blöde ist, dass man nass dabei wird, aber dagegen kann man ja auch was tun. Was war dein erstes verkauftes Bild? Das war in meiner Frühzeit. Ich habe bei der Zeitung gearbeitet, eigentlich als Texter, als Student. Und plötzlich war ein Großbrand im Hafen und es war keiner da. Man hat mir eine Leica in die Hand gedrückt und sagte, Freier, da müssen Sie jetzt hin. Mit den Fotos habe ich eine ganze Seite bekommen. Gut. Brauchst du Musik? Nicht existenziell. Also Schallplattensammlung und sowas hattest du auch nie. Doch, Doch. ich habe also eine Schallplattensammlung. In meiner Jugend konnte ich die
BSBF-Hitparade auswendig rauf und runter. Aber das hat alles ein bisschen nachgelassen. Also Musik ist für mich aktuell eher so Beiwerk. Gibt es überhaupt Urlaub vom fotografischen Sehen? Schwer. Ist schwer. Punktuell natürlich immer mal wieder, aber nicht über längere Zeit. Welche künstlerische Technik hast du noch nicht probiert, würdest es aber gerne? Naja, ich meine, da sind wir jetzt wieder bei der künstlichen Intelligenz. Da gibt es ja eine Programme, mit denen man auch entsprechende Fotos machen kann. Das habe ich also bisher noch nicht gemacht. Jetzt kann man natürlich dagegen sagen, ist denn künstliche Intelligenz überhaupt eine künstlerische Arbeit? Das werden wir in den nächsten Jahren noch heiß diskutieren müssen. Aber ich habe bisher noch keine praktische Erfahrung, finde es aber spannend. Mhm. Welche Galerie oder welchen Ausstellungsraum suchst du öfter auf? Ja gut, das liegt daran, hier im Ruhrgebiet sind wir ja nah am Museum Volkwang. Die haben eine tolle fotografische Sammlung. Die machen sehr viel. Das Museum Ludwig in Oberhausen macht auch sehr viel Fotografie. Wir sind hier im Ruhrgebiet eigentlich ganz gut aufgestellt, muss ich schon sagen. Welche Stadt fandst du bisher zum Fotografieren am ergiebigsten? Ich war häufiger in Berlin, da finde ich immer wieder was. Barcelona ist toll, aber ich war auch in Dubai, da hat mich die Architektur erschlagend beeindruckt. Mhm. Ja. Liest du viel? Zu wenig. Meer oder Berge? Eindeutig Meer. Tag oder Nacht? Schon der Tag, aber nicht morgens früh. Wo ist das schönste Licht? Kann ich nicht sagen, weil unter bestimmten Bedingungen ist jedes Licht schön. Wer hat deine Arbeit stark beeinflusst? Ja, die Frage war ja schon mal. Also ich hatte genannt Hiroshi Sugimoto, so Fotografen, Hans Hansen, Reinhard Wolf, aber auch die historischen Fotografen. Also ich finde Maybridge absolut spannend. Wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Die Frage ist jetzt natürlich doof, wo du das schon erzählt hast mit der Zeitung. Nein, die Frage war ja vorhin, womit ich das erste Mal Geld verdient habe. Zur Fotografie bin ich schlichtweg durch meinen Vater gekommen. Er hatte sehr früh eine Edixa Spiegelreflex und die habe ich mir immer umgehängt und dann entsprechende Fotos gemacht. Wir hatten in der Nähe einen traditionellen Fotohändler, so ein Fotogeschäft, und mit dem konnte ich ganz gut und da habe ich dann immer die Filme entwickeln lassen. Also ich habe schon mit Kindertagen angefangen. Ich hatte mal einen Laborbaukasten. Da habe ich dann meine ersten Bilder in der Abstellkammer entwickelt. Also Bilder so im Format von einem Passfoto. Aber das fand ich damals spannend. Zu welcher Tageszeit hast du die besten Ideen? Abends. Du hast viele Jahre auch Fotografie gelehrt. Was macht dir am Unterrichten Spaß? Ich finde es toll, junge Leute für etwas zu begeistern. Und ich sehe darin neben der Begeisterung auch eine Aufgabe. Ich meine, ich habe ja an der Universität unterrichtet. Und viele kommen ohne eine künstlerische Vorbildung an die Universität. Und da ein bisschen
gegenzuwirken, habe ich immer als meine Aufgabe gesehen. Und tschüss. Was wäre dein Leben ohne die Fotografie? Ach, da wäre eine Lücke, ne? Ist Fotografieren spirituell? Habe ich nie drüber nachgedacht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht sagen. Also ich sehe das nicht so mystisch. Felix, vielen Dank. Wir sind schon durch mit den Fragen. Schön, okay, dass du Zeit hattest. Ja, okay. Danke. Schöne Bildlaufpräsentation im Hintergrund. Danke.